herzlich willkommen. Ich bin Nadine von Stempelmami und heute werde ich mit euch zusammen ja eine Grußkarte oder eine Geburtstagskarte anfertigen, denn ich habe hier für die Hybridprägeform aufmerksame Worte verwendet aus dem Frühjahr-Sommer-Mini-Katalog. Das sind ganz, ganz tolle Formen, denn man kann damit gleichzeitig stanzen und prägen. Die sind nicht neu. Ihr findet die auch schon im Jahreskatalog bei den spritzigen Zitronen oder diesen Zierdeckchen. Und das Tolle ist wirklich, ihr zaubert, ja, ich sage jetzt mal, mit diesen ausgestanzten Formen oder Motiven ja wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt auf eure Projekte. Ich werde euch gleich auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Deswegen würde ich einfach sagen, wir starten jetzt, also Kamera umdrehen und los geht's. So, da bin ich wieder und hier seht ihr schon, ja, meine Grußkarten. Ihr seht hier schon, ich habe hier ein bisschen Designerpapier auch weggearbeitet, also wieder auch so ein bisschen Papierreste. Ja, ich sage jetzt mal verbraucht. Ich habe von Weihnachten noch sehr viel übrig gehabt. Ich denke, ihr wahrscheinlich auch. Ja, die nutze ich halt eben immer wieder für neue, ja, ich sage mal Projekte. Und na, hier habe ich halt eben wirklich diese Hybridprägeform verwendet. Und ihr seht das hier schon, das gibt einen ganz, ganz tollen Effekt. Ich habe jetzt hier so einen leichten Ombre-Effekt ja noch reingezaubert. Denn ja, ich habe jetzt hier mit diesen ja, Blending-Brush-Pinseln gearbeitet. Ihr könntet hier aber auch, ja, ich sage jetzt mal einfach, diese Wörter noch einfärben mit Stampin' Write-Markern, mit den Stampin' Blends. Also da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Und ja, ihr seht das hier schon, man kann sie anhand der Worte halt eben auch ja, dem entsprechenden Anlass anpassen. Diese aufmerksamen Worte, die haben ja wirklich, ich sage jetzt mal, einiges zu bieten, zum Beispiel hier einmal ein Dankeschön oder dies tut mir leid, eine Entschuldigungskarte, ne? Oder hast du toll gemacht oder ein mit Liebe oder wenn jemand halt mal eine gute Besserungskarte haben möchte für liebe Genesungswünsche oder halt eben ein einfaches Dankeschön, ein für dich, auch eine Trauerkarte mit dem herzlichen Beileid oder halt eben eine Glückwunschkarte oder einfach mal ein Denk an dich, das ist einfach toll und das ist halt schön, dass man das alles so in einem oder in einer so einer Prägeform hat und das Ganze dann halt eben auch ausgestanzt wird. Das Schöne ist bei diesen, ja, bei diesen beiden Formen, ihr habt hier noch zusätzliche Stanzformen dazu, also hier diese ganz, ganz kleinen Mini, ja, Stanzen, die sind wirklich Mini. Ihr seht das hier schon an der Blume, also die Blume, die hier ist, die ist noch keine 5 mm groß, ich muss mal eben nachmessen. Ja, doch ganz, okay. Von der einen, ja, Blumen, ja, ich sag jetzt mal von der von dem Blumenblatt bis zum anderen Blumenblatt sind es ca. 5 mm im Durchmesser und die sind wirklich klein. Also die kleinen Herzchen, die ihr hier sehen könnt, oder auch diesen kleinen Wölkchen mit diesen, ja, hier mit diesem Regenbogen, die sind echt mini. Auch diese kleinen Sternchen finde ich total toll. Kann man auch super für Schüttelkarten hernehmen. Also ist eine richtig tolle Idee. Also zum Restepapier wegarbeiten echt super geeignet. Genau. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir legen die, ja, Karten mal an die Seite. So, und ich habe hier wieder mein, ja, Hochkant-Kartenformat, das wisst ihr ja, da arbeite ich sehr gerne mit. Und zwar braucht ihr dafür einen Farbkarton mit dem Maß 10,5 x 29,7 und ich falze hier bei 14,85 cm in der Länge. Dann wird das Ganze umgedreht und umgefalten. Und dann ist die Grundkarte an sich auch schon fertig. So, dann lege ich die zur Seite. Und dann habe ich hier jetzt mit so einer kleinen Rahmenkarte gearbeitet. Das seht ihr hier. Ja, ich mag das einfach sehr gerne. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Das könnte man jetzt hier bei dieser Karte auch weglassen. Aber ja, für mich, ich finde es einfach schön. Deswegen lasse ich es jetzt und ich mache das auch immer noch mit dabei. Genau. So, und meine Rahmenkarte, die hat ein Maß von 9 cm mal 13,35 cm. Ihr wisst, das setzt sich zusammen aus den 14,85, weil ich schneide da nicht zurecht. Ich möchte mal so wenig Papierverschnitt wie möglich haben. Ja, deswegen bleibt das bei diesen krummen Maßen. Genau. So, dann habe ich jetzt hier einen Aufleger hergenommen. Den müsstet ihr normalerweise nicht verwenden, weil wir ja hier Designerpapier aufgeklebt haben und noch hier so ein Stück Farbkarton darüber kleben. Aber dadurch, dass das Designerpapier sehr dünn ist, ich zeige euch das jetzt mal, wenn man das jetzt so zusammendrückt, seht ihr das? Ich glaube, ihr könnt das erkennen, ne? Also ihr seht schon, der Farbkarton ist richtig dick und das Designerpapier ist wirklich dünn. Und ja, damit es halt ein bisschen stabiler ist oder ein bisschen mehr Stabilität hat, nehme ich jetzt hier noch eine Auflegerkarte dazu und die hat ein Maß von 8,7 x 13,05 cm. So, und jetzt muss ich mir mal eben kurz hier das Designerpapier zurechtschneiden, denn so viel brauchen wir nicht. Ich muss mal eben schauen. Okay, das hat auch 8,7. Also es würde jetzt hier reichen, so 6 cm. Ich mache jetzt mal 6 cm. Genau, schneide ich jetzt mal zurecht. Also von der Länge her auch 13,05, damit es halt eben auf den Aufleger passt. Ne, so könnt ihr natürlich auch, ja, wunderbar, ich sage jetzt mal, Designerpapierreste wegarbeiten.
Ihr könntet auch, ich sag mal, Streifen schneiden, so wie hier jetzt halt eben mit dieser schrägen Kante. Die schneidet ihr euch einfach zurecht und legt ihr euch wie so eine Sonne aneinander. Das sieht auch total toll aus und ihr habt halt eben die ganzen Reste weggearbeitet. Weil ich finde es ja auch immer schön, wenn man so ja, Papierreste auch noch für was Neues verwenden kann. Und da kann man echt ganz, ganz tolle Karten noch mitzaubern oder halt eben auch andere Projekte oder halt eben für andere Projekte verwenden. Finde ich immer sehr schön. Ja. Dann braucht man die Papierreste letzten Endes dann auch nachher nicht weg. Ja, ich sag mal schmeißen. Ich verwende sie halt immer gerne. Genau. So, ich klebe jetzt hier das Stück Designerpapier hier auf. Wie gesagt, von der Breite her 6 cm und von der Länge her auch wieder 13,05 cm, so wie der Aufleger. So, und hier, ihr kennt es wahrscheinlich selber, ich habe hier immer super viel so Papierstreifen übrig. Ich kann euch mal meine Sammlung zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier so Hüllen, so glasig zu hüllen, da bewahre ich halt immer alles auf. Ja, das seht ihr hier, so Papierstreifen oder halt eben auch so Reste, Farbkarton, die bewahre ich hier halt immer in so Hüllen auf. Und ja, ihr seht das schon, es ist wieder eine ganze Menge, hat sich angesammelt. Und ja, hier auch wieder ganz viel von den ja, Streifen, von dem Weiß, das seht ihr hier. Ich arbeite ja immer sehr gerne mit Weiß, aber die verwende ich halt dann eben auch, um halt eben solche Kleinigkeiten halt dann auszustanzen. Auch so kleine Blätter. Da könnt ihr euch abends einfach mal hinsetzen vor den Fernseher, sucht euch mal so Blätterstanzen raus, stanzt euch das Ganze aus und sammelt das hier halt hier in so einer kleinen Box. Also ich habe hier manchmal so kleine Böckchen oder halt eben so Klarsichtfolie, packt das rein, dann könnt ihr da immer wieder drauf zurückgreifen. Ihr seht das hier schon, ich habe hier mit dieser Hybridprägeform schon ja einiges ausgestanzt und das wird dann einfach gesammelt, damit ich das halt eben für ein anderes Mal halt verwenden kann. Und das mache ich halt eben auch mit so Papierstreifen. Der Papierstreifen, der hatte auch ein Maß von 6 cm mal 13,05 cm. Und ich habe jetzt hier unten bei 3,5 cm einfach so eine Schräge bis hier oben zur Ecke abgeschnitten. Das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt die Schräge natürlich auch variieren. Wenn ihr sagt, ich möchte gern ein komplett diagonales Papier haben oder Farbkarton, dann müsst ihr halt schauen, dass ihr den Farbkarton auf 10,5 cm zurechtschneidet. Und dann schneidet ihr den einfach hier diagonal durch und dann könntet ihr gleichzeitig zwei Karten machen. Das geht natürlich auch, denn die andere Seite könnt ihr dann für eine andere Karte verwenden. Sieht auch total toll aus, finde ich richtig schön. Ja, und kann man wie gesagt dann halt eben, naja, man hat halt dann eben wieder Farbkartonreste weggearbeitet. Genau. Ja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt hier noch ein bisschen besputzelt. Ich habe euch ja im letzten Video, das verlinke ich euch gerne nochmal hier oben unter dem i, habe ich ja euch das mal gezeigt, wie man das macht. Mit einem, ja, einfach mit so einem Aquarellpinsel und mit einem ja, Acrylblock und mit einem Stempelkissen. Ich nutze jetzt hier eben das Tool, weil es jetzt gerade ein bisschen schneller geht. Na, da schiebt man das so ein Spritzertool, da schiebt man dann diesen Stamp & Wipe Marker mit dieser ja, Pinselspitze, schiebt man dann hier rein. Jetzt muss ich mal eben schauen, ich hatte hier eigentlich irgendwo Schmierpapier, hier nicht, hier ist es. Weil ihr wisst ja, meine Spritzler fliegen überall dahin, nur nicht dahin, wo sie sollen. Ich lege mal eben die Karten an die Seite. So, dann gebe ich das hier drauf, ich halte das mal so ein bisschen hoch, so, und jetzt drücke ich einfach hier auf diese Pumpe und ich hoffe, dass das jetzt rauskommt, ja, oder auch nicht, mal funktioniert es, mal nicht, da muss man hier ein bisschen den Stift ein bisschen einstellen und dann sollte das eigentlich kein Problem sein, das seht ihr hier, so, mir reicht das schon, mehr brauche ich dafür nicht. Ihr könnt es auch weglassen, ihr könnt es auch prägen. Wenn ihr natürlich andere Prägenformen verwenden wollt, könnt ihr die natürlich auch dafür hernehmen, gar kein Problem. Und ich werde das Ganze jetzt mit 3D-Klebepads hier aufkleben, ja, damit wir diesen schönen 3D-Effekt noch auf diesen Aufleger bekommen. Müsst ihr auch nicht machen, ich finde es halt schöner, ich mag es sehr gerne. Ja, ich sag mal, wenn das Ganze ein bisschen erhaben aussieht, ja, erzeugt auch immer noch so einen schönen Effekt und passt halt eben auch super gut, ja, zu diesen Hybrid-Prägeformen. Genau. So, und jetzt schaue ich einfach, dass oben, unten und hier die rechte Seite bündig aufeinander liegen. Ja, und dann ist der Aufleger an sich auch schon fertig. So, und der wird jetzt auch hier mit 3D-Klebepads auf die Rahmenkarte geklebt. Also auch einfach von hinten hier diese Dimensionals aufkleben, Schutzfolie abziehen. Und dann auf die Rahmenkarte kleben, könnt ihr euch auch sparen, das kann halt eben weg. Aber ihr seht halt eben auch hier mit dem Aufleger, es ist halt eben einfach stabiler. Ne, ihr seht ja, wie dünn das Designerpapier ist gegenüber dem Farbkarton.
und ihr habt halt eben ein bisschen mehr Stabilität, wenn ihr das Ganze halt eben dann nachher noch, sag mal, für, ja, zusammenklebt. Ne? Das seht ihr jetzt hier. So, und damit es jetzt nicht zu plastisch wirkt, nehme ich natürlich jetzt hier, oder verwende ich jetzt, um die Rahmen und den Aufleger festzukleben, dann einfach Flüssigkleber, und dann wird alles zusammen auf die Grundkarte geklebt. Genau, da schaut ihr einfach, dass oben, unten, links und rechts der Abstand wieder gleich ist. Da messe ich auch nichts nach. Das mache ich mit Augenmaß. So sollte es einigermaßen passen. Ja, und dann ist an sich die Karte auch schon fertig. Ich habe hier übrigens das Designerpapier. Schauen, Fahrt durch die Lüfte heißt das, ne? Genau, Fahrt durch die Lüfte. Das ist ja, ich würde jetzt einfach sagen, es ist ja mein Papier. Ihr wisst es ja, ich liebe die Pastellfarben, und das ist so ein hübsches Papier, dieses Ballonpapier. Also ich war da direkt, ich habe mich da direkt drin verguckt und habe gesagt, ist sofort meins. Und ich mag halt diese kompletten Farbkombinationen zusammen, und es sieht einfach toll aus. Und ja, das ist halt eben das Designerpapier. Ihr könnt natürlich auch anderes Designerpapier verwenden. Wenn ihr noch Weihnachtspapier übrig habt, bastelt schon mal Weihnachtskarten im Voraus, ne? Also Weihnachten, wisst ihr ja, kommt ja jedes Jahr. Wenn ich jetzt bedenke, dass wir schon fast wieder Ende Januar haben, oder Mitte Januar besser gesagt, ja, dann ist Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Deswegen bastelt dann ruhig schon Weihnachtskarten vor. Warum auch nicht? Dann hat man nachher keinen Stress mehr oder weniger. Genau. So, dann lege ich das mal hier oben hin. So, und dann habe ich mir mit den Stanzformen, mal eben, ja, vielseitig verziert. Die findet ihr auch im Mini-Katalog. Ich muss mal eben schauen, auf welcher Seite. Das Schöne ist ja immer, ihr habt ja hier hinten auf den letzten Seiten vom Mini-Katalog, habt ihr ja immer so eine Übersichtsseite. Ich blätter das mal eben hier, seht ihr das? Und da könnt ihr halt immer schauen, wo die Sachen zu finden sind. Ich weiß jetzt hier, dieses vielseitig verziert, das findet ihr hier auf Seite 28, das steht hier. Ja, dann blätter ich einfach im Katalog auf Seite 28, und dann schaue ich mir das an. Und dann weiß ich auch, ja, ich sag mal, welches Stempelset zu welchen Stanzen gehört. Ich habe mir jetzt bei diesem Stempelset auch nur die Stanzen geholt, weil ich fand die jetzt einfach total schön. Ich finde es hier ein bisschen schade. Ich mag das Set auch, das sieht toll aus, das Stempelset. Ich finde es jetzt hier nur ein bisschen schade, dass das auf Englisch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir das auch gewünscht, dass man das halt eben übersetzt. Wer das mag, kann das sehr gerne hernehmen. Ist jetzt für einen Frühling, passt das auch super gut zusammen. Wenn ich mir hier die Kartenbeispiele anschaue, sehen die echt toll aus. Nur wie gesagt, ich fand es jetzt hier ein bisschen schade, weil ihr wisst ja, Schreibschrift und diese wunderschöne, ja, ich sage jetzt mal, Schreibschrift und die normale. Ich glaube, Druckschrift, genau. Schreibschrift und Druckschrift, die passt ja super gut zusammen. Und ja, ich mag das total gerne. Wie gesagt, hätte ich mir gerne auch in Deutsch gewünscht. Ja, man kann ja eben nicht alles haben, man weiß das ja, aber deswegen habe ich mir einfach hier jetzt nur die Stanzform hergenommen. Ich mag ja auch diese, ja, Kreise mit den Stickrändern super gerne. Und deswegen habe ich mir für das Grußschildchen halt eben hier dieses Rechteck ausgestanzt. Ich hole mir das mal eben dazu. So, ich habe das schon mal vorbereitet, damit das jetzt nicht ganz so lange dauert. So sieht das Ganze aus, und das sieht mit den Punkten auch total toll aus. Also ich mag das super gerne. Das ist richtig schön. Ich sage euch das jetzt mal, solltet ihr die Stanze nicht haben, könnt ihr das ja auch zurechtschneiden und dann halt eben so verwenden. Und ja, das Rechteck hat ein Maß von ca. 7,1 mal 3,4 cm. Genau. So, dann lege ich das mal an die Seite. Dann kommt das hier schon mal hin. Und ich habe mir jetzt aus den Stanzformen Naturbotschaften, die fand ich auch total toll, denn ich liebe ja diese filigranen Stanzen, und ich finde das toll, dass wir jetzt immer mehr Stanzen, ja, erhalten, die filigran sind. Also super schön auch bei dieser Hybridprägeform, dass wir da kleine Mini-Stanzen haben, die man einfach für viele andere Dinge verwenden kann. Mag ich super gerne, und das ist ein ganz, ganz tolles Blatt. Also wie gesagt, ich setze. Entschuldigung. Ich setze mich abends gerne mal vom Fernseher. Ne, ihr habt ja gesehen, mein Restepapier, ja, ist sehr viel vorhanden, beziehungsweise ich habe immer sehr viel Restepapier übrig. Ja, und dann nehme ich mir einfach solche Blätterstanzen und stanze das Ganze schon mal vor. Dann wird das gesammelt, und dann, ja, kann man das halt verwenden. Und die sind echt hübsch. Also die Blätter aus den Naturbotschaften, die sind wunderschön. Ich mag die super gerne. Also das war eine richtige Stanzform, würde ich jetzt sagen, für mich. Und die klebe ich jetzt einfach, ja, unter das Grußschildchen, damit wir links und rechts noch so ein bisschen,
ja, so ein bisschen Pep haben. Na, einfach ein bisschen Flüssigkleber auftragen und dann einfach hier links oben in die Ecke und dann hier gleich rechts unten diagonal einfach hier die Blätter aufkleben. Aber das macht ihr auch wieder so, wie es euch am besten gefällt. Wenn ihr sagt, das möchte ich nicht, dann lasst es weg oder nutzt einfach was anderes, kleine Blümchen, Schmetterlinge, irgendwas, was ihr da habt, so ein bisschen noch zur Verzierung. So, und jetzt werde ich auf die eine Seite, und zwar hier auf die linke Seite, werde ich ein 3D-Klebepad kleben. Denn ihr seht ja hier, steht die Seite etwas hoch und hier ist die Seite tief. Das müssen wir ein bisschen ausgleichen und das machen wir halt eben mit diesem 3D-Klebepad. Hier gebe ich einen Tupfen Flüssigkleber drauf. Und dann klebe ich das Grußschildchen hier schon fest. So, jetzt mal eben schauen. Ich hoffe, das ist jetzt so einigermaßen gerade. Ja, also ich schaue, dass hier jetzt der Abstand gleich ist und dass hier die Kanten ja so ein bisschen parallel liegen. Ne? Das habt ihr ja gesehen. Ich habe jetzt nicht nachgemessen, das jetzt einfach so aufgeklebt. Ja, und ich finde es halt einfach schön. Das mit den Blättern passt gut. Ihr müsst hier ein bisschen aufpassen, dass sie nicht zu sehr überstehen am Rand, damit ihr die Karte nachher noch in den Umschlag stecken könnt. Ja, sonst passt das nachher alles nicht. Das möchten wir ja natürlich nicht. So, und jetzt werden wir mit der Hybrid-Prägeform arbeiten. Ich werde mir die jetzt mal eben dazu holen. Einen Moment. So. Und zwar, ja, bewahre ich die auch in so einer Klarsichthülle hier auf. So, hier habt ihr dann einmal diese Hülle für die Stanzform noch. Und dann sind das jetzt hier diese Stanzformen. Ne, das seht ihr hier. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also am besten macht ihr euch immer ein Foto. Also ich habe ja manchmal das Problem, ich habe jetzt nicht für jede Stanzform so eine Magnetmatte. Ich weiß, dass ganz, ganz viele das haben. Ja, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, wenn es nicht nötig ist, dann brauche ich das auch nicht. Ich habe mir auch mal so Magnetplatten gekauft. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie irgendwann diese Haftung verlieren, dann fällt das Ganze runter. Ich habe leider auch schon Stanzen verloren, ja, weil ich weiß nicht, wo sie hingefallen sind. Das kann ich nicht sagen. Ich habe hier wirklich alles abgesucht. Ja, dann waren sie leider weg. Das hat mich ein bisschen geärgert, deswegen lasse ich das so lange immer auf diesen, ja, Klebe, sag jetzt mal, Farbkarton hier drauf, wie es halt eben ist. Und als kleinen Tipp, macht euch einfach ein Foto. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß manchmal nicht, wie man die Stanzen nachher zurück anordnet, gerade bei sowas. Ne? Ihr seht das ja hier, ihr habt ja diese Stanzform mit diesen Wörtern und hier habt ihr drumherum diese kleinen Mini-Stanzen. Und ja, am besten macht ihr euch ein Foto, dann wisst ihr nachher ganz genau, okay, so muss ich das Ganze nachher wieder zurückkleben, damit das alles passt und ihr das nachher wieder zurück in diese Hülle hier schieben könnt. Also ist jetzt noch ein Tipp meinerseits, weil ich vergesse es manchmal. Ich frage dann ab und zu mal meine Teammädels, ja, könnt ihr mir mal eben ein Foto schicken, wie ihr das halt, ja, wie die Stanzen halt angeordnet sind, damit ich die wieder einsortieren kann. Denn ja, manchmal passt das nicht und dann schiebe ich die einfach nur so da rein. Ja, das wäre dann zu schade, wenn die verloren gehen. Deswegen macht euch am besten ein Foto, dann klappt das ganz wunderbar. Genau, also das hier ist diese Stanzform. Ihr seht das, die ist in einem Stück. Die brauchen wir jetzt gleich. So, ich lege das an. Ich lege die anderen jetzt mal an die Seite. Ne? Ihr seht, hier sind die ganz kleinen anderen Stanzformen auch noch dabei. Die kleinen Wölkchen finde ich super süß. Auch hier die kleinen Zweige oder hier diese hübschen Herzchen, hier diese wunderschönen Regenbogen. Und hier habt ihr dann die Blümchen. Die Blümchen habe ich ausgestanzt für die Karte. Und die sind hier noch ein Stückchen kleiner. Also das sind echt ganz, ganz tolle, ja, Stanzen. Auch hier die Sternchen. Könnt ihr auch ausstanzen, Restepapier verwerten und dann habt ihr für Schüttelkarten, sammelt ihr euch einfach in so einem kleinen Tütchen diese Sachen hier alle, könnt ihr für Schüttelkarten verwenden. Auch richtig toll, muss ich echt sagen. Also das gefällt mir richtig gut, dass wir solche kleinen, ja, Stanzen dann haben. Und das hier ist die Prägeform. So. Und ihr seht das hier schon, wenn man die aufmacht, dann habt ihr hier auf der einen Seite, hoch, ich muss das mal eben hier entfernen, habt ihr hier diese Konturen. Also ihr seht hier nur diesen Rand, könnt ihr das hier erkennen, ich glaube schon, ne? Hier habt ihr nur diesen Rand von diesen Stanzen und auf der anderen Seite seht ihr dann das Innere, was halt eben dann wirklich abgedruckt bzw. geprägt wird. Ich hoffe, ihr könnt das hier gut erkennen. Und ihr seht jetzt auch hier so eine kleine Umrandung. Das ist halt diese Stanze, die sich dann nachher hier reindrückt. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn ihr das verwendet, das wird nicht durchgestanzt. Ne? Wenn man das hier umdreht, ihr seht das hier, hier ist alles glatt. Also die Stanze kann jetzt nicht,
was durchstanzen oder euch diesen Prägefolder kaputt stanzen. Dafür ist der einfach entworfen worden, für diese Hybrid-Geschichte, also für dieses Stanzen und Prägen. Ihr seht das, es wellt sich auch leider hier ein bisschen. Ich probiere jetzt gleich mal das Ganze so durch die Stanzmaschine zu schieben, ja, um das so ein bisschen wieder zurück, ja, zu biegen. Das ist normal. Wenn man das nämlich hier so reinlegt, ihr seht das hier, ihr müsst halt immer schauen, dass ihr die Stanze so hier auf den Prägefolder legt, dass diese Stanzkanten, das sind diese hier, dass die nach oben zeigen. Und ihr orientiert euch einfach immer an diesem Stampin' Up! Logo. Ja, und ihr habt gesehen, das rastet hier wirklich ein. Also ihr legt die hier drauf. So, und ihr merkt das schon, ich kann jetzt hier nichts mehr verschieben. Das ist hier richtig eingerastet. Ja, und das ist die Seite, die man halt eben dann verwenden kann für den Farbkarton. Den legen wir hier drauf. Ich würde euch auch immer empfehlen, nehmt direkt einen ganzen Farbkarton für diesen ganzen Prägefolder. Dann habt ihr im einen Stück, wenn ihr das durchstanzt, die ganzen Wörter einmal mit ausgestanzt. Die könnt ihr sammeln und dann für andere Sachen verwenden. Nehmt einen neutralen Farbkarton, wie jetzt hier das Flüsterweiß. Ja, dann könnt ihr das nachher einfärben, so wie ihr das gerne möchtet. Und ja, könnt das dann für eure Projekte verwenden. Das würde ich jetzt so machen. Wenn ihr natürlich solche Restepapierstreifen übrig habt, könnt ihr natürlich das Ganze hier auch so drauflegen, ne, auf dieses Glückwunsch, würde ich dann auch hier machen, damit hier nichts verschiebt, denn wir müssen das Ganze ja nachher auch so umklappen, ja. So, und ihr habt jetzt hier auch die Möglichkeit, ihr könntet jetzt hier diesen Prägefolder auch noch einfärben. Ihr könnt diese Walzenroller nehmen. Jetzt muss ich dazu sagen, der ist sehr empfindlich. Ich habe den nicht hier, ich habe mir den noch nicht gegönnt, denn ja, ich habe jetzt von Kollegen schon gehört, ja, dass der leider etwas empfindlich ist. Ich muss mal eben schauen, Seite 18 war das genau. Also ihr dürft den halt eben nicht auf irgendwas liegen haben, ja, wo sich so Kanten bilden können, denn das wird sich hier wohl in das Silikon reindrücken. Ja, ab und zu fallen hier auch diese Stifte raus, die müsst ihr dann wieder reindrücken. Da müsst ihr halt eben einfach schauen, ja, ob ihr sowas verwenden wollt oder nicht. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch einfärben. Ihr nehmt einfach so ein Bürstchen. Das wird natürlich nicht so schön sein wie so eine Walze, wenn ihr hier so drüber geht, mit so einer Walze und das Ganze einfärbt. Ja, aber das müsst ihr natürlich auch für euch entscheiden. Ne, wenn ihr seht, wenn man das hier ausstanzt, seht ihr das Erhabene. Da könnt ihr vielleicht auch mit einem Fingerschwämmchen drüber gehen. Oder ihr nehmt euch einen Aquarellpinsel oder ihr nehmt euch dieses Stampin' White Marker, malt halt eben das Innere so ein bisschen an. Oder ihr nehmt dieses Stampin' Blends, könnt ihr auch machen. Oder ihr nehmt euch Aquarellstifte und könnt das nachher ein bisschen kolorieren. Das könnt ihr natürlich auch machen, das ist kein Problem. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze natürlich einfärben, so wie ihr das gerne möchtet. Da müsst ihr halt eben schauen, wenn ihr da so eine Gummiwalze zu Hause habt, dann geht das natürlich auch. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich habe die Walze jetzt nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie mir bestelle. Da muss ich halt erst noch schauen, ja, wie das jetzt aussieht und ja, ob da noch was dran gemacht wird oder ob das halt eben wirklich einfach so empfindlich ist. Ich muss mal schauen, ob ich mir die Walze kaufe, ja, um das mal auszutesten. Aber wie gesagt, das sind halt solche Sachen, die kann ich euch mit auf den Weg geben. Und ihr habt ja immer einmal dieses hier negativ und einmal dieses positiv von so einer Stanze, das wisst ihr ja. Ne, hier kann man natürlich jetzt die Rückseite nicht verwenden, weil dann wird das Ganze natürlich spiegelverkehrt sein. Eigentlich sehr schade, weil das sieht auch richtig toll aus, wenn man das negativ, ja, verwendet von so einer, von einem geprägten Farbkarton, aber halt wie gesagt von vorne auch richtig, richtig schön. Deswegen nutzt ein neutrales Papier oder einen neutralen Farbkarton. Dann könnt ihr nämlich ja die Sachen so einfärben, wie ihr das Ganze halt eben haben wollt. Genau, so. Jetzt mal eben die Stanzmaschine dazu. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ja, genau. So, jetzt muss ich mal eben alles an die Seite legen. Denn wir brauchen hier nur die Grundplatte. Moment. Jetzt kann meine Kamera jetzt etwas wackelt. So, also ich habe jetzt hier die Grundplatte, dann lege ich hier diese Hybrid-Prägeform rein. Eigentlich andersrum mit dem Schriftzug von Stampin' Up! Oder mit dem Logo von Stampin' Up! Nach vorne. Aber ihr seht ja hier das Gebogene. Deswegen lege ich das mal so hin. Vielleicht biegt sich das Ganze dann wieder zurück. Ich schaue mal eben. So. Wenn wir das hier mal so durchkurbeln. Ihr hört das Geknacke. Das ist nicht schlimm, keine Sorge, das geht jetzt nicht kaputt. Das hört sich immer sehr gruselig an, das weiß ich. Man erschrickt sich immer am Anfang, aber da braucht ihr keine Sorge haben, da geht nichts kaputt. Und ihr seht das hier schon, wenn man das Ganze dann aufklappt, dann habt ihr echt in einem eure ganzen Wörter, die man halt eben hier auf einer Prägeform hat oder hat.
besser gesagt, direkt mit ausgestanzt. Das könntet ihr noch als Schablone verwenden. Also wenn ihr jetzt sagt, ich nehme mir einfach ein Stück Farbkarton, so wie hier. Moment, ich zeige euch das mal kurz. Ja, mache ich gleich, Moment. So. Das Ganze jetzt mal eben hier so ausschütteln. So, ja, dann ist das jetzt schon fertig. Dann legen wir es mal eben hier an die Seite. Dann seht ihr hier die ganzen Wörter. So. Und ihr könnt jetzt hier auch das Negativ hernehmen. Dann legt euch das hier hin. So. Und dann könnt ihr das Ganze halt einfärben. Ja, dann nehmt ihr hier so einen Pinsel. Ja gut, hier wissen wir jetzt, dass das so ein Hallo ist oder sein soll. Das geht natürlich. Das sieht richtig toll aus, wenn man das macht. So, dann habt ihr hier so ein Hallo im Hintergrund. Seht ihr das? Das sieht auch richtig schön aus. Da kann man ganz tolle Hintergründe mitgestalten mit sowas. Also finde ich auch richtig toll. Vielleicht könnte man auch hingehen und einfach so eine Windradfolie nehmen. Da stanzt euch einfach mal, ich sag mal, solche Negativen aus. Behaltet die dann und dann könnt ihr die immer wieder verwenden, genau wie dieses Stencils. Ich habe euch ja mal meine Swaps gezeigt. Die verlinke ich euch auch nochmal eben hier oben unter dem i. Da habe ich die ja auch hergenommen. Das sind ja diese hier. Das ist auch wie so eine Windradfolie, so eine stärkere. Dann nehmt ihr einfach Motive, die euch gefallen, setzt sie aufeinander, stanzt das Ganze aus und dann habt ihr das halt eben immer wieder als Vorlage, weil hier braucht ihr einfach nur mit dem Schwämmchen drüber gehen, das abputzen, dann ist die Farbe auch wieder ab und dann könnt ihr das einfach neu verwenden und dann halt eben hier, wenn ihr dann hier so drüber geht, habt ihr dann auch hier dieses wunderschöne Muster halt. Ne? Als Hintergrund kann man das super gut verwenden. Finde ich richtig schön, lockert auch immer richtig auf, passt super gut. Und so könnt ihr euch halt eben eure eigenen, ja, ich sage jetzt mal so Stencils anfertigen. Aber das finde ich halt, das sieht auch, das hat irgendwas, ne? Also irgendwie gefällt mir das echt gut. Deswegen nutzt das auf jeden Fall. Und ja, wie ihr hier bei meinen Karten sehen könnt, jetzt muss ich mal eben schauen. Ich habe die jetzt hier irgendwo auf dem Stapel gelegt. Wo sind sie denn? Also, genau. Hier seht ihr ja, habe ich jetzt hier so einen leichten Ombre-Effekt reingebracht. So, das könntet ihr machen, indem ihr zuerst ein Stück Farbkartonstreifen hernehmt. So. Dann nehmt ihr euch hier so einen Blendingpinsel. Ja, und dann färbt ihr euch das Ganze hier ein. Also von unten an nach oben hin immer heller werdend. Ne, ihr wisst ja, wenn man hier unten öfters drüber pinselt, dann wird das halt dunkler und nach oben hin, wie so ein Effekt, wird das halt dann eben heller. Und dann könnt ihr das auf die Stanzform drauf legen und dann durchschieben. Jetzt habe ich das hier natürlich anders gemacht und deswegen nehme ich mir einfach diesen Gruß oder dieses Glückwunsch, dieses Wort und gehe einfach hin und färbe jetzt einfach mit dem Pinsel den unteren Bereich von diesem Wort einfach ein. Genauso wie ich das gerade mit dem Farbkarton gemacht habe, mache ich das jetzt hier schon mit diesem ausgestanzten Gruß. Das finde ich richtig schön, denn dann kommt auch dieses, ja, diese Prägung noch richtig zur Geltung. Ich zeige euch das gleich von Namen. Einen Moment. Und das sieht halt richtig toll aus. Ich mag diesen Ombre-Effekt super gerne. Das sieht echt total schön aus. Ihr seht das hier. Und ne, dadurch, dass eben halt mit dem Pinsel darüber gegangen ist, seht ihr hier auch diese hübschen Kanten, die kommen jetzt hier richtig gut zur Geltung. Seht ihr das hier? So da oder hier? Dadurch, dass wir das halt später erst eingefärbt haben, kommt das super gut zur Geltung. Das, was ihr jetzt nicht machen solltet, gebe ich euch auch noch mit als Tipp auf den Weg. Wenn ihr das Ganze ausstanzt, ja, ihr legt euch jetzt hier einfach diese Stanzform hier so drauf. So, ne? So, ihr merkt das schon, hier rastet das ein. Ihr könntet das Ganze natürlich auch hier drauflegen, könnt das ganz normal prägen. Das geht natürlich auch, ohne dass ihr die Stanze verwendet. Wenn ihr das aber später macht, also das heißt, ihr prägt zuerst euer Papier und sagt dann, okay, ich möchte es doch noch ausstanzen, legt das Papier hier drauf, legt eure Stanzform hier rein, beziehungsweise wenn ihr dann nur so das Papier habt und ihr legt dann die Stanzform da drauf, so, und schiebt das Ganze durch die Stanzmaschine,
dann würdet ihr euch die Prägung kaputt machen. Also ihr würdet euch dann alles wieder zurückdrücken. Ihr wisst das, wenn hier, ja, ich sag mal, Druck wieder drauf ist, dann drückt ihr euch die Prägung wieder raus. Deswegen kann ich euch dann nur empfehlen, solltet ihr dann noch die Idee haben, okay, ich möchte es eventuell doch noch ausstanzen, legt euch das Papier einfach so hier drauf, dass es auch mit der Prägeform überein ist. Ne, das seht ihr hier, das könnt ihr hier auch wunderbar austesten. Ne, dann legt ihr euch hier wieder die Stanze rein. Könnt das Papier dann auch wieder hier so drauflegen. Ihr werdet das merken, das rastet wirklich alles ein. Ja? Also da kann man dann auch nichts mehr verschieben und dann klappt ihr das Ganze um und schiebt das Ganze dann durch die Stanze, beziehungsweise durch die Stanzmaschine. Und dann habt ihr das Ganze natürlich dann auch ausgestanzt. Aber später halt eben oder nur so ausstanzen, wenn das schon geprägt ist, ja, kann es natürlich sein, dass ihr euch die Prägung da rausdrückt und das wollen wir natürlich jetzt nicht. Genau, so, jetzt habe ich das schon fertig. So, und jetzt noch für die kleine Auflockerung kommen da auch noch Spritzler drauf. Ich habe jetzt hier übrigens das Fräsienlila verwendet. Das passt nämlich super gut zu dem Aquamarin von der Karte. Ich muss gleich mal gucken, wo ich sie hingelegt habe. Hier ist sie genau. So, ich nehme jetzt hier auch wieder mein Spritzertool. So. Und jetzt packe ich hier auch noch ein paar Spritzel drauf. Nur so ein bisschen. Das reicht mir jetzt schon. Und ihr seht, das sieht halt einfach richtig nett aus. Ja. So. Und dann werden wir das jetzt mit 3D-Klebepads hier so draufkleben. Seht ihr das? Ja, ich finde das richtig schön. Das kommt richtig gut zur Geltung. Die Schere dazu nehmen. Ich glaube, hier können wir ein so ein großes hinkleben. So, und bei dem Rest, ja, da teile ich mir dann diese kleinen Dimensionals ein bisschen auf, beziehungsweise ich zerschneide sie mir so kurz, damit das passt. So. Und dann ziehe ich die auch ab, diese Schutzfolie wieder abziehen und dann da drauf kleben. So, das richte ich dann ein bisschen aus. Ja, dann ist eigentlich die Karte schon fertig. Jetzt fehlt mir noch so ein kleines Accessoire. Und das habe ich natürlich schon vorbereitet hier mit dieser kleinen Blume. Ne, das sind diese Blümchen hier. Die habe ich dann hergenommen und habe die halt ausgestanzt in der Farbe Zitronen. Muss ich mal überlegen, ist das Zitronengelb? Nein. Zitronengelb? Zitronenparfait? Zitronengelb. Zitronenparfait, genau. So, und hier müsst ihr ein bisschen gucken, die sind wirklich mini klein, ne? 0,5 mm von einem Blumenblatt zum anderen. Dann gebe ich von hinten einfach ein bisschen Flüssigkleber drauf. Ja, wenn es denn da nicht wieder verstopft, dieses Düschen hier. Und dann setze ich das hier einfach mittig hier so drauf. So, und jetzt hatte ich mir hier eigentlich irgendwo noch kleine Pärchen hingelegt. Jetzt setze ich in meine Ordnung. Ich sag's euch. Ja, wenn man kreativ ist, ne, hat man immer so eine. Ja, die Kreativen haben auch irgendwie so eine Ordnung, sagt man immer. So. Ich nehme hier einfach so eine Perle und dann klebe ich die noch auf das Blümchen auf. Und dann, ja, ist das Ganze auch schon fertig. Upsala. Jo, jetzt will es aber nicht, ne? So. Ihr könnt auch Glitzersteine nehmen, halt eben so, was ihr gerne möchtet. Ja, und dann ist an sich die Grußkarte auch schon fertig. Ne, und wie gesagt, alles andere hier an diesen Wörtern könnt ihr einfach aufbewahren. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das ist, wenn man das halt eben einfach hier mit so einem, ja, ich sage jetzt mal so einem Stampin' Write Marker einfärbt. Da könnt ihr hier einfach über das Prägende drüber gehen, also über das, was geprägt worden ist. Da lässt sich halt wunderbar einfärben. Wenn ihr jetzt mit Aquarellpapier arbeitet, könnt ihr natürlich auch ja einen Aquarellstift verwenden. Ihr könntet hier verschiedene ja, Techniken ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ihr diese Baby Wipe-Dinger
Technik kennt, das ist ja diese Babyfeuchtetüchertechnik. Da nehmt ihr einfach ein Babyfeuchtetuch, träufelt da ein bisschen Nachfülltinte drauf in verschiedenen Farben und dann verlaufen die richtig schön ineinander. Und dann könnte man, ich überlege jetzt gerade einfach mal, so ein Wort einfach auch mal reindrücken. Natürlich kann dann passieren, dass wir natürlich auch dann hier diesen inneren Bereich mit eingefärbt haben, anstatt das Prägende. Aber das sieht bestimmt auch richtig toll aus, wenn das so schön bunt ist. Weil ja, diese Stempeltechnik mag ich auch total gerne, weil die sieht richtig toll aus. Ja, und ihr seht das hier schon, ne? Also man kann echt der Fantasie freien Lauf lassen. Ne, wenn ihr dann sagt, ich färbe jetzt nur das ja, Erhabene ein. Ne, wie gesagt, Stampin' White Marker mit den Stampin' Blends. Mit diesen Pinselchen haben wir jetzt hier diesen Ombre-Effekt. Ja, ich sage jetzt mal, erstellt. Oder ihr färbt halt eben letzten Endes wirklich diese Prägeform ein. Ja, mit so einer Walze kann man das wunderbar machen. So, ne, einfach einfärben. Ihr könnt das, ja, ich sag mal, das positiv einfärben, also das Erhabene einfärben und dann halt eben auch eventuell nur die Konturen. Sieht bestimmt beides richtig toll aus. Wie gesagt, ich habe jetzt leider die Walze nicht hier, so kann ich euch das jetzt gerade halt nicht zeigen. Ja, da müsst ihr halt einfach mal schauen, ob ihr jetzt sagt, ich möchte so eine Walze haben oder ich nehme sie halt eben nicht. Ja, das entscheidet ihr für euch. Ne, ihr wisst ja, wenn mal irgendwas mit euren Sachen sein sollte, wendet ihr euch einfach an euren Demonstrator oder eure Demonstratorin, über die die Bestellung stattgefunden hat. Und dann ja, kann man das Ganze ja natürlich auch, ich sage jetzt mal, wieder reklamieren oder umtauschen oder wie auch immer, ja, ihr euch da dann entscheidet. Und ja, ihr seht ja, es gibt halt wirklich ganz, ganz viele verschiedene Wege, um mit solchen Prägeformen zu arbeiten. Genau. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat ja diese Idee gefallen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Tipps mitnehmen. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich ganz viel Freude beim Nachbasteln. Ja, und ich sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Ja, bleibt gesund, bleibt munter und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.